Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Herz aus Steinbox von Wiens Nummer 1. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Herz aus Stein von Wiens Nummer 1. Das Ganze erscheint am 15. Mai. Ich darf euch das Ganze heute schon vorstellen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. So sieht das aus. Wir haben hier eine Metallbox. Als erstes werden wir mal die Folie abmachen und uns das Ganze dann im Detail ansehen. So, einmal die Folie auf und dann schauen wir rein. So, also, wir haben hier eine schwarze Metallbox. Es ist das sechste Album von Wiens Nummer 1. Auf der oberen Seite hier lesen wir Herz aus Stein, Wiens Nummer 1, Limited Edition Boxset. Auf dem Cover sehen wir hier den Sänger, den Frontmann der Band, Stefan, wie er hier in schwarz-weiß da steht, allerdings in seiner Hand ein blutiges Herz hält. Das ist das Einzige, was hier in Farbe ist. Rot und bluttriefend. Ansonsten hier rundum glatt in schwarz, in seinem Hochglanzlook. Auf der Rückseite ebenso. Und zum Abschluss haben wir dann hier noch einen Sticker. Und hier lesen wir Wiens Nummer 1, Herz aus Stein. Digipack mit 14 Tracks, Fahne, Audiokassette mit 14 Tracks, Aufklebersticker, Autogrammkarte mit Originalunterschriften. Das Ganze ist erschienen über Rookies und Kings. Und dann haben wir hier rechts noch weitere Beteiligte und natürlich einen Barcode. Gut, dann schauen wir mal hinein. Das Ganze lässt sich hier öffnen. Oh, der Boxdeckel ist nicht klappbar, sondern wirklich abnehmbar. Sehr schön. So, als erstes haben wir hier einen Luftpolster, dem hier wohl etwas die Luft ausgegangen ist. Dann haben wir hier drin einmal das Album an sich im Digipack. Dann haben wir den Sticker, die Kassette zum Album, die Autogrammkarte, die riesige Autogrammkarte und die Fahne. Jawohl. Von innen alles hier in Silber gehalten, also ganz klassisch in dieser Metallic-Silber-Variante. So, dann packen wir mal die einzelnen Sachen aus der Folie. Und zwar ist hier noch das Album sowie die Fahne in Folie und die Kassette ebenso. So, wo geht das Ganze hier am besten auf? Hier. Einmal. Dann haben wir die Kassette und natürlich das Album auf CD ist hier ebenfalls noch eingeschweißt. So, einmal und zweimal. Wunderbar. So, selten aber doch gibt es Künstler oder Bands aus meiner Stadt. Aber jetzt ist es endlich mal wieder soweit. Eine Band aus meiner Stadt, und zwar Wien. Hier oben lesen wir Herz aus Stein, Wiens Nummer 1, also das Cover, wie auch schon auf der Box. Auf der Seite sieht das Ganze so aus. Und auf der Rückseite haben wir die vier Herrschaften hier abgebildet, die die Band bilden. Und dann haben wir hier die Tracklist. 14 Stück sind es geworden. Darunter wieder die Beteiligten und ein Barcode. Das Ganze kommt in einem Digipack. Auf der linken Seite haben wir dann in dieser Stecktasche das Booklet. Und jawohl, hier haben wir die Lyrics zu den einzelnen Tracks. Bedeutet, jeder Track ist hier wirklich Wort für Wort abgedruckt und der Refrain ist dann hier scheinbar in schwarz noch einmal fett gedruckt.
Dann haben wir auch Fotos der einzelnen Bandmitglieder, in diesem Fall Stefan, also der Sänger. Dann hier Gerwin, der Bassist der Band, genau. Und jede Menge weitere Lyrics. Dann haben wir hier Ozzy, den Schlagzeuger. So, was lesen wir hier? Liebe Fangemeinde, habt ihr auch die Schnauze voll von der täglichen Maskerade, um anderen zu gefallen und unsinnigen Normen zu entsprechen? Perfekt, dann lasst uns gemeinsam laut, emotional, ungeschönt, ehrlich, etwas arrogant, etwas arrogant, zeitweise erwachsen und dann sofort wieder rebellisch sein. Sagen wir den Herzen aus Stein, leb wohl und folgen wir dem Ruf der Freiheit. Wir wollen leben, wir wollen lieben für immer. Eure Exzellenz aus Wien. Ja, schöne Botschaft. Dann geht's hier weiter. Hier haben wir dann noch Kruno abgebildet, den Gitarristen der Band. Hier nochmals alle vier. Und zum Abschluss nochmal ein Bandfoto. Die Infos, also die Beteiligten, die Credits und eine Danksagung. Wunderbar. Das ist das Logo der Band und der Schriftzug. Dann kommen wir zur Album-CD. Die sieht so aus. Also auch hier wieder Stefan mit dem blutigen Herz. Die Wand dahinter in schwarz-weiß, so am Bröckeln. Damit nicht genug. Wir haben das Album auch noch ein zweites Mal, und zwar auf Kassette. Was ich etwas schade finde, ist, dass die Kassette hier keinen Einleger, kein Cover hat. Aber wir haben hier ein weißes Case, vorne eben transparent. Und die CD darin ist dann in schwarz und weiß, die Kassette darin. Also Herz aus Stein, Wiens Nummer 1, Seite A. Hier haben wir 7 Tracks drauf. Und auf der Rückseite, auf der B-Seite, dann auch nochmal 7 Tracks, bedeutet 14 insgesamt. Und hier gibt es dann nochmal das Bandlogo. So, dann packen wir die Kassette wieder zurück. Ist auch echt selten, also gerade bei Rock sieht man es, glaube ich, so gut wie nie, dass es hier Kassetten beiliegend gibt. Ist echt mal eine erfreuliche Ausnahme. Als nächsten Inhalt haben wir einen Sticker. Wiens Nummer 1, Herz aus Stein 2020 lesen wir hier. Ein Sticker, so elliptisch und etwas größer. Dann haben wir eine Autogrammkarte, die ist ziemlich groß. Also für eine Autogrammkarte echt sehr groß. Hier lesen wir wieder den Namen der Band, dann Herz aus Stein 2020, dann alle vier Jungs hier wieder abgebildet und darunter auch nochmals die Unterschriften. Also Michael, Gerwin, Stefan und Kruno, alle hier vier unterschrieben mit schwarz und rotem Stift. Und auf der... Das ist heftig. Die haben hier tatsächlich, wenn ich das richtig sehe, doppelt unterschrieben. Also das habe ich überhaupt noch nie gesehen. Man hat hier tatsächlich beide Seiten dieser Autogrammkarte bedruckt mit zwei unterschiedlichen Bandfotos und Layouts. Und man hat hier tatsächlich auch beide unterschrieben. Also sowohl die Seite hier unten als auch die wurden hier original mit Stiften signiert. Respekt, also das sehe ich auch zum allerersten Mal, dass man eine Autogrammkarte beidseitig unterschreibt. Nicht schlecht. Und wir kommen zum letzten Inhalt. Und zwar haben wir hier eine Fahne. Und auch diese Fahne hat wieder den Bandnamen hier drauf. Und zwar, schauen wir uns das mal kurz an, ein bisschen Platz machen. So, wir lesen hier groß auf mehr oder weniger schwarzem Untergrund, beziehungsweise schwarz-rot, den Rot, und was ist das in der Mitte, ja, so Pfirsichfarben, hell-orange, Wiens Nummer 1, oder so ein Beige, Herz aus Stein 2020. Also hier nochmal riesengroß der Bandname und der Albumtitel mit drauf. Und wir haben hier auch in allen vier Ecken solche Metallösen, solche Metallringe vernäht. Bedeutet, man kann das Ganze dann wirklich auch
mit einer Schnur, mit einem Seil festmachen und aufhängen. Also wirklich wie eine Fahne verwenden. Und dann backen wir die Fahne mal wieder zusammen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Box befindet. Einmal die eben gezeigte Fahne im Querformat. Dann haben wir die Autogrammkarte. Wie gesagt, beidseitig bedruckt und auch beidseitig unterschrieben. Den Sticker oval im ja, mehr oder weniger Querformat einmal vorhanden. Das Album auf Kassette. Und natürlich das Album im Digipack mit insgesamt 14 Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box. Herz aus Stein von Vince Nummer 1. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Vince Nummer 1 unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.